Das ist der Lunchtag und der kommt Corona-bedingt einmal mehr aus dem Studio zu Winterthur. Unser heutiger Gast, der kommt auf zwei Rädchen. Und zwar mit einem Gefährt, das praktisch in jedem Haushalt mit Kind um ist. Einem Kickboard. Und das hat einen guten Grund. Er ist nämlich der Erfinder und der Autor von der Buchserie «Der Geister-Kickboarder». Das sind Kinder, die Wetziken sicherer machen und dort patrouillieren und schauen, dass es nichts Böses in dieser Stadt gibt. Herzlich willkommen, Stefan Baecker. Danke, dass ich da bin, Stefan. Als erstes muss ich schon schnell fragen, mit dem Nachnamen, wer eigentlich geschrieben über Kind mit einem Bike? Ja. Fast angesagt wie mit einem Kickboard, oder? BMX-Bike kommen auch vor, aber nur als Bösewicht, ja. Ja, du hast eine rechte Erfolgsgeschichte angelegt. Es sind inzwischen 10 Bände veröffentlicht worden von diesen Geschichten. Und du hast über 40'000 Bücher verkauft, eine stolze Anzahl. Und angefangen hat dir das ganz klein, nämlich bei dir im Kinderzimmer von deinem Sohn, oder? Das ist richtig. Und zwar war das ein Mittwochnachmittag. Ich bin mit meinem 7-jährigen Sohn im Fegi-Skaterpark gsi und an dem Nachmittag sind ganz viele Kickboards an mir vorbeigerauscht und dann am Abend habe ich müssen todmüde eine gute Nachtgeschichte erzählen und ich habe nicht mehr gewusst, was ich sagen soll. Die Kickboards sind noch nachgerauscht und dann habe ich angefangen, es war einmal ein Geister-Kickboarder gewesen und der hat seine Stadt beschützt. Und dann habe ich weitergemacht und habe gesagt, er hatte eine schwarze Kapuzenjacke angehabt, ist ein bisschen grösser gewesen als du, schwarze Augenmaske und der hat das kühlste Kickboard von der ganzen Welt gehabt. Und dann musste ich wirklich ein Jahr lang nur über den Geister-Kickboarder gute Nachtgeschichten erzählen. Ich durfte nicht mehr über Dinosaurier, Piraten oder irgendetwas anderes etwas erzählen. Und ich habe gemerkt, das ist völlig in der Figur drin. Wenn die Geschichte in eine Richtung gegangen ist, die er nicht gut gefunden hat, hat er gesagt, ja, nein, Papi, das würde der Geister-Kickboarder nie machen. Und irgendwann, ich erzähle das natürlich meiner Frau auch, sagt sie, schreib doch ein Buch. Und dann wollte ich zuerst eigentlich nur ein Buch schreiben für die Familie, weil ich habe das einen schönen Gedanken gefunden, dass vielleicht einmal mein Sohn seinen Kind die Geschichte erzählt. Und so ist das entstanden. Mhm, das heisst aber, du musst eine rechte Fantasie haben. Du musst dich ja auch können in so Kinderköpfe hineindenken, dass dann die Geschichten auch bei denen so ankommen, oder? Hast du das schon immer gehabt? Ob ich das schon immer gehabt habe, weiss ich nicht. Ich habe es natürlich dann können ausprobieren bei meinen eigenen Kindern. Aber das ist natürlich schon wichtig, wenn man so eine Kinderfantasiewelt kreiert, ist es wichtig, dass das Kind dort hineintauchen können, sich wohlfühlen in dieser Welt und die Abenteuer natürlich gut finden. Und jetzt beschützen ja die Geister-Kickboarder Wetziken. Ist denn Wetziken so eine gefährliche Stadt? In Wetziken geht alles drüber und drunter. Nein, ernsthaft, das ist natürlich ein bisschen angelehnt an meinem grossen Vorbild, der Batman, der seine Stadt Gotham City beschützt. Und ich habe gefunden, das ist ein cooler Gedanke, wenn praktisch jetzt zwei Kinderhelden Wetziken beschützen. Mhm. Spielt ja aber nicht nur in Wetziken, sondern vielleicht auch, weil du plötzlich gemerkt hast, der enge Radius schränkt meine Geschichten ein, spielt auch ganz anderen Orten. Oder? Ja, die Standorte sind uns natürlich ausgegangen in Wetziken irgendwann einmal. Wobei wir versuchen immer wieder, in jedem Buch Wetziken zu thematisieren. Wir sind im ganzen Zürcher Oberland mittlerweile daheim. Auch Kanton Zürich, in Japan gibt es eine Geschichte, in Frankreich gibt es eine Geschichte. Also ja, das wird immer grösser. Mhm. Die Sendung hier entsteht ja in Zusammenarbeit mit Teletop und dem Zürcher Oberländer. Ja. Und im aktuellsten Band, im 10. Inne, gibt es eine Entführungsgeschichte, wo eine Journalistenkollegin quasi von mir, vom Zürcher Oberländer, entführt wird. Oder? Ja, wie ist es zu dieser Geschichte gekommen? Ja, ich habe immer natürlich gerne den Zürcher Oberländer gelesen und habe eben gefunden, dass der Zürcher Oberländer mir viele gute Themen gibt. Wenn man über irgendetwas schreibt, einen Standort oder so, ist es oft so gewesen, dass ich gesagt habe, ja, über das kann ich schreiben. Und dann habe ich mir überlegt, kann ich irgendeine Geschichte finden, wo der Zürcher Oberländer eine Rolle spielt. Und irgendwann fahre ich mit meinem Sohn an dem Mühleturm in Wetziken vorbei und dann sagt
zu meinem Sohn, ja, das wäre doch noch ein cooles Geheimversteck für die Cobra-Bande. Und dann habe ich das aufgenommen. Da muss ich noch sagen, das sind so ein bisschen Gegenspieler vom Geister-Kickboard. Genau, oder? Es gibt eine grosse Anzahl von Gegenspielern. Gewisse kommen da immer wieder vor, wie Cobra-Bande, Totenkopf-Bande, der schwarze Skorpion und so weiter. Und auf jeden Fall, wo er dann das gesagt hat und ich sowieso etwas über den Zürcher Oberländer wollte schreiben, habe ich das ein bisschen verbunden, die beiden Sachen. Mühleturm ist ja ganz in der Nähe vom Zürcher Oberländer oder von der Zürcher Oberland Media AG. Genau. Und dann habe ich das verbunden und so ist dann die Geschichte entstanden. Und inzwischen ist es ja ein richtiges Familienunternehmen, oder? Das bist nicht nur du alleine, sondern ja, die ganze Familie muss oder darf da mitziehen. Ja. Es sind etwa 6 bis 7 Personen, die da mitziehen. Also die 7. Person ist der 6-jährige Sohn, aber der hat zwar 1000 Ideen, aber da kann ich noch nicht alles übernehmen. Aber dann ist meine Frau dabei, die Buchhaltung macht, Marketing macht, viele Ideen bringt. Mein Sohn hilft mir beim Recherchieren. Dann haben wir 3 Verwandte aus Taiwan. Da muss ich vielleicht sagen, meine Frau ist Taiwanesin und ich habe 3 Verwandte dann in Taiwan. 2 machen die Zeichnungen. Und dann haben wir noch einen Programmierer, der all die Sachen macht, wo Computer angehen, wie zum Beispiel Homepage programmieren, Facebook-Auftritte, gewisse Formate, die ich brauche, Wikipedia, irgend so etwas, all das macht er. Also das ist ein ganzer Taiwan ist ja kein Zufall. Du hast in Taiwan geschafft und glaube, so hat deine Frau kennengelernt. Genau, ich habe nach dem Studium in Taiwan 3 Jahre geschafft als Maschineningenieur und zwar für Novartis. Das ist etwas ganz anderes, wie Kinderbücher schreiben, oder? Ja, das war natürlich ein riesen Abenteuer, als damals 24-Jährige nach Taiwan gehen können. Und das war wirklich ein riesen Abenteuer. Ja. Und ab wann hast du dann gemerkt, dass das funktioniert? Aus dem einen Buch ist ja dann eine ganze Serie entstanden. Inzwischen gibt es Merchandising, also die Kapuzenpulli kann man kaufen, ja. Die Augenbinder kann man kaufen, die Kickboards kann man kaufen und so ein Kickboard kann man am Ende von dieser Sendung dann übrigens auch noch gewinnen. Es lohnt sich also unbedingt dran zu bleiben, wenn man noch nicht so ein Weihnachtsgeschenk hat, wäre das vielleicht der optimale Tipp, noch eins bei uns zu gewinnen. Also da ist immer kontinuierlich mehr und mehr dazugekommen. Wirkt auf mich von Weitem schon auch ein bisschen nach Konzept und schon nicht nur Zufall, oder? Die ersten 2 Bücher waren Zufall, gewesen, aber nachher war es auch Konzept. Gewesen. Also man kann in diesem Markt nicht bestehen, ohne dass man irgendein Konzept hat, ein Geschäftskonzept. Und es ist nun mal leider, muss ich sagen, so, dass man auch in dieser Sparte nicht weiterkommt, wenn man sich nicht wirklich gute Gedanken macht und klare Zielvorstellungen hat. Und Merchandising ist natürlich ein wichtiger Punkt, wobei wir haben dann immer darauf geachtet, dass man bespielbare Merchandise-Produkte haben, also nicht irgendwie ein Cookie mit einem Logo drauf, sondern eben ein Kickboard, ein wertiges Kickboard. Das drängt sich auch fast auf, oder? Ja, drängt sich natürlich auf beim Geister-Kickboard, das ist richtig. Aber eben da haben wir geschaut, dass das ganze Paket da ist. Und man muss auch ein bisschen schauen, was tut man thematisieren, dass es irgendwie eben in die Kinderwelt passt. Zum Beispiel im Band 3 haben wir müssen dann eine Kinderheldin integrieren, weil vorher ist alles ein bisschen Buben- und Männerlastig war, weil ich das ja nur für meinen Sohn geschrieben habe. Und dann sagt die Lektorin mal, ja, jetzt muss aber auch mal eine Mutter vorkommen und eine böse Wichtin und so weiter. Und eben auch eine Heldin. Und so sind wir dann auf Zamuri, die Drachentochter. Genau, und die sind jetzt ja quasi als Tandem unterwegs. Genau. Nur die beiden wissen auch, wer hinter dieser Geister-Kickboard-Bande steckt. Genau. So das Geheimnis von dem Bub. Und der Mädchen hat es dann so weit geführt, dass jetzt Mädchen das auch eher lesen? Oder was hast du das Gefühl, hast du da Resonanzen? Ganz sicher. Wir kommen ja mittlerweile doch regelmäßig Fanpost über. Und da hat es jetzt viele Mädchen dabei. Und wir haben kürzlich so einen Schreibförderwettbewerb gemacht. Und da würde ich auch sagen, sind die Hälfte der Geschichten von Mädchen gewesen. Also haben auch die gerne Heldengeschichten und Heldinnengeschichten. Und die haben ja dann auch ganz gefürchtige Waffen, oder? Das erfindest du alles? Nicht allein, aber eben mit den gefürchtigen Waffen. Das oberste Credo vom GKB-Team ist, es darf wirklich niemand verletzt werden. Und die haben zwar ein ganzes Waffenarsenal, aber die Waffen sind so ausgelegt, dass niemand verletzt werden kann. Und die Waffen werden natürlich entwickelt vom
Papi vom Geistergebäude, Tom Krause, der ist Raketeningenieur und der konstruiert die Waffen von seinen Geheimzentralen in seinem Einfamilienhaus. Steckt da dahinter ein bisschen der Stefan Baiker in dieser Vaterfigur? Ja, im Wunschtraum, ja. Ich wäre natürlich gerne so ein Tom Krause. Weil der Tom Krause ist früher auch der Panther, der das Böse bekämpft hat. Also mein Wunschtraum, ja. Aber die Realität sieht leider anders aus. Ja. So ein bisschen die bekannteste Kinderbuchserie ist wahrscheinlich die drei Fragezeichen. Absolut. Und gewisse Ähnlichkeiten hat es schon. Also hast du voran den Markt ein bisschen sondiert und dann überlegt, wie könnte man das allenfalls auch ein bisschen adaptieren, ohne zu kopieren? Ja, also Band 1, 2 nicht, aber ab Band 3 habe ich natürlich schon auf den Markt geschaut und habe auch gesehen, dass eben ganz berühmte Kinderbuchserien wie TKKG, drei Fragezeichen, Schattenbande, Tigerteam und so weiter, gibt eine lange Liste von Kinderbuchserien, immer eigentlich das gleiche Konzept haben. Man hat eine Gruppe von Teenager oder Kind, meistens gemischte Gruppe. Da kommt noch ein Hund oder eine Katze oder ein Pferd dazu und die müssen nachher knifflige Fälle lösen und Abenteuer erleben. Und der Grund, warum alle erfolgreichen Kinderbuchreihen das Konzept haben, ist, weil es funktioniert. Mhm. Und ich finde, es ist legitim, wenn man sich da ein bisschen orientiert, aber man darf natürlich keine Kopie machen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund für den kleinen Erfolg des Geisterkickboarder, dass wir eben nicht irgendwie kopiert haben, sondern eben mit der ganzen Spezialausrüstung, mit dem Papi, der da hilft, mit der Geheimzentrale, doch viele Elemente vorkommen, die sonst die Kinderbuchserien nicht vorkommen. Mhm. Inzwischen suchst du auch Kooperationen mit Firmen, mit Destinationen. Wie schwierig oder einfach ist es, die zu überzeugen, quasi wie man ein Kinderbuch mitzumachen? Mittlerweile ist es sehr einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Geschichte, also wir haben zwei Geschichten über das Alpenmare gemacht oder Azmenig Bergbahn oder Stossbergbahn, ganz viel Landesmuseum und so weiter. Das sind auch das Dino-Museum, glaube ich, oder? Dino-Museum, Kinderzoo, Zürich-Zoo, also wirklich sicher etwa 30 namhafte Organisationen oder Firmen. Das ist mittlerweile nicht schwierig, weil ich will ja, ich habe kein finanzielles Interesse. Also ich sage, ich würde gerne die Geschichte machen, ich tue euch den Plot praktisch unterbreiten, ihr könnt dann Ja oder Nein sagen, dann wird alles gezeichnet und dann könnt ihr nochmal Ja oder Nein sagen und am Schluss, wenn sie die Geschichte gut finden, können sie einen Sonderdruck haben, aber auch da sage ich, ich würde nur Druckkosten erstattet haben. Also ich habe da null finanzielle Interesse und mit dem Ansatz findet natürlich einfach so Kooperationen. Ja.